Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch mal wieder mit etwas Neuem und Innovativem. Ihr habt vielleicht vorhin schon gesehen, da ist ein Video online gekommen, Unglasing. Jetzt habe ich noch was Neues, wieder was Innovatives. Jeder macht Unboxing, ich mache Untüting. Ich habe mir dafür zwei Produkte ausgesucht, die wir mal antüten wollen. Das ist einmal Apfelringe, 400 Milligramm. Ja, seht ihr das? Das ist halt eine Tüte halt. Da bin ich mal gespannt. Das habe ich heute bei Kaufland gesehen und habe ich gedacht, Mensch, natürliche Aromen, ja, natürliche Aromen kennen wir natürlich auch aus unseren Liquids. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sie das hier gelöst haben und wie der Geschmack ist. Ihr wisst ja, manchmal ist Geschmack sehr relativ, manchmal ist er mehr intensiv und manchmal ist er schwach. Das werden wir uns dann im Hardware-Check dann ganz genau angucken. Und dann habe ich noch was, weil ich gerade Bock auf Kaffee hatte und da habe ich sowas gesehen, Kaffee in Tüten. Da habe ich gedacht, Mensch, da greifst du denn auch mal dazu. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir da mal jetzt einen Untüting. Ich werde jetzt ein Untüting, einmal Hardware-Check machen zu beiden Produkten, weil zu jedem ein Video wäre, denke ich mal, etwas übertrieben. So, ich werde jetzt erstmal die Kamera nach unten schwenken und dann werden wir uns das mal angucken. So, mal ranzoomen. Fangen wir hiermit mal an. Das sind diese Apfelringe. Da gucken wir uns erstmal die Verpackung etwas genauer an. Hier ist das Logo von Kaufland drauf, wo ich es gekauft habe. Ich denke mal, es wird eine Marke von Kaufland sein. Hier steht Apfelringe. Hier als Beweis der Frische ein knackiger Apfel mit einem Lächeln im Gesicht. Soll wohl Vertrauen zu zeigen und dass es halt sehr frisch ist. Hier unten befindet sich die Menge, dass es 400 Gramm sind. Mit natürlichen Aromen weisen sie natürlich darauf hin, ob das jetzt natürlich in Zukunft genauso sein wird, dass man die für diesen Preis bekommt und mit diesen natürlichen Aromen, oder ob diese versteuert werden müssen, nochmal separat wegen den Aromen, was sie bei den Liquids ja auch vorhaben. Ich weiß es nicht, möchte ich mich nicht zu äußern. Mal gucken. Energy, aha. Das hat 1426 Kilojoule oder so. So, hier hinten haben wir nochmal, wir haben sogar einen Warnhinweis, wann es abgelaufen ist. Dieses ist jetzt am 30.08.2016 abgelaufen. Das ist schon eine stolze Lagerzeit. Hier haben wir oben nochmal eine Tabelle, Salz, Eiweiß und sonst was dergleichen. Ja, meine Katze ist gerade neugierig, knistert ja, könnt ihr aber zu fressen abfallen. Ja, finde ich sehr interessant, finde ich sehr gut. Falls jemand gegen irgendwas allergisch ist, kann man sich da informieren. Hier haben wir noch ein paar verschiedene, von welchem Hersteller es ist. Zutaten stehen hier drin. Glucose, Sirup, Zucker, Säuremittel. Hey, da ist ja mehr drin als im Liquid. Ja, Aroma. Apfelsaftkonzentrat. Also wir haben hier nicht nur Apfelaroma drin, wir haben auch ein Apfelsaftkonzentrat hier drin in diesen Äpfeln. Okay. Gut, dann werden wir uns jetzt die nächste Tüte erstmal angucken, bevor wir diese auspacken. Also wie gesagt, noch gibt es sie so zu kaufen. Ich weiß nicht, wie das mit den Aromen sein wird, wenn die Liquids da oder so versteuert werden, wenn sie denn wieder übertreiben und die Aromen versteuern, weil hier ja auch Aromen drin sind, genau wie hier. Ich weiß nicht, wie sich das im späteren verhalten wird. So, diese sind zuckerfrei, steht hier extra nochmal drauf, zuckerfree. Hier haben sie natürlich gleich Multilanguage gemacht, logisch. Kann man es natürlich in Deutschland und in England gleichzeitig verkaufen, ohne großartig was verändern zu müssen, weil da steht zuckerfrei und da nochmal in Englisch. Ja, cremig sind die.
Cream Life, Classic. Latte Macchiato ist dieses hier. Cremig-Sahnig-Kaffee-Bonbons. Ach, das sind Bonbons. Okay. Gut. Von der Firma Vivil. Ja, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wird. Und auf der Rückseite auch wieder diese. Ja, wir haben es jetzt hier sogar in mehreren Sprachen. Wir haben es in Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch. Ich denke mal Tschechisch und Dänisch. Wo haben wir eine Deutsche? Dass es halt ein Kaffeebonbon ist, steht da überall drinne. Und wie viel Kaffeeextrakt, wie viel Butterfette drinne sind. Also da kriegt man manchmal echt Angst, wenn man sich das so was durchliest, was da alle drinne ist. Ja, und da wird komischerweise nichts gegen gemacht. Okay. Hier haben wir natürlich jetzt nur eine Menge von 110 Gramm. Klingt jetzt im ersten Augenblick schon mal gar nicht so viel, weil hier haben wir, in dem haben wir natürlich 400 Gramm drin. Ja. Ach, hier haben wir auch unten nochmal Warnhinweise. Seht ihr hier erst, das ist hier gelber Sack, kann man reinschmeißen, einfach wegschmeißen. Und ja, PP-Verpackung, es ist eine PP-Verpackung und einfach wegschmeißen, ja. Natürlich in Mülleimer und nicht einfach irgendwo hin. So, dann würde ich sagen, dann fangen wir mit dem Antüting an. Wir haben uns jetzt erstmal so die Aufmachung der Tüten angeguckt und jetzt werden wir das hier einfach mal aufmachen. Da haben wir es schon wieder. Das ist wieder typisch, ja. Ach, so, ich habe es aufgekriegt. Man müsste einfach hier oben an diesem geriffelten Seta, haltet da einfach fest und zieht es einfach so ab und dann geht es so ab. Also da hat der Hersteller echt mal mitgedacht. Dieses geht wirklich sehr schnell auf. Haben wir denn natürlich ein großes Loch. Und wie aussieht, haben wir lauter kleine, ja, wir haben hier lauter kleine Produkte drin, die auch nochmal verpackt sind. Die werde ich aber dann natürlich erst im, diese Schutzverpackung lasse ich drauf, die machen wir dann erst im Hardware-Video auf, wo wir uns die Hardware dann mal ganz genauer angucken werden. Es sind hier ganz viele kleine drin. Ja. Ja, wobei ich sagen muss, hier mit dieser Extra-Verpackung, tut das Not der Umwelt, was da alle drin ist, weil wir haben ja hier schon diese geschützte und dann nochmal so viel kleine Verpackungszeug drin. Da finde ich dieses hier natürlich sehr innovativ. Hier haben wir natürlich eine Tüte, ich werde die auch mal aufmachen. Es geht genauso einfach auf, man bricht sich nicht die Finger und man hat dann dadurch eine sehr große Öffnung, wo man dieses dann entnehmen kann. Mir kommt aber schon leicht, ich werde mal die Kamera hochmachen, dass man mich dann besser sieht. Mir kommt schon beim Öffnen, hier natürlich nicht, da diese Produkte natürlich alle nochmal doppelt und dreifach verpackt sind. Ein bisschen riecht es ja, aber wo ich dieses jetzt hier geöffnet habe, kam mir natürlich gleich ein natürlicher Apfelgeruch entgegen von einem grünen Apfel. Ich rieche jetzt gerade mal zur Kontrolle nochmal dran. Ja, eindeutig Apfelgeruch würde ich jetzt mal... Doch, definitiv Apfelgeruch. Und das liegt daran, dass diese Produkte jetzt hier natürlich nicht einzeln verpackt sind. Sie sind jetzt so lose in dieser Tüte drinnen. Finde ich sehr innovativ, finde ich sehr gut. Dadurch sparen wir uns schon mal sehr viel Müll. Tut der Umwelt ganz gut. Wobei ich hier sagen muss, das ist wohl ein namhafter Hersteller, so wie dieses große Logo vermuten lässt. Tut das Not, dass man das jetzt nochmal extra verpackt. Ich finde, ja, auf einer Seite Art ja, auf der anderen Art nein. Wenn man sich eine große Packung holt, okay, dann will man die auch essen. Aber wenn man sie jetzt für unterwegs holt, dann könnte man sich die natürlich in den Rucksack schmeißen und die gehen nicht so schnell auf. Und man hat dann zwei bei für unterwegs, wenn man mal kurzzeitig Bock hat. Oder in eine Brieftasche oder was weiß ich. So, das soll jetzt soweit zum Antüting auch gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns als nächstes im Hardware-Video, wo wir uns die einzelnen Hardware-Komponenten mal genauer angucken werden und logischerweise einen Hardware-Check, wo wir denn die Hardware mal auf Herz und Nieren checken werden, ob sie das verspricht, was sie halten soll oder ob sie das hält, was sie verspricht, besser gesagt. Kleiner Versprecher, Entschuldigung. Ja. Und von daher würde ich jetzt sagen, mache ich hier erstmal Schluss und wir sehen uns gleich im Hardware-Video. Ahoi, sagt euer Odin.